Ja, und wir kommen damit auf die Zielgerade und sind beim letzten Punkt. Und da möchte ich in alter Tradition gerne nochmals unserem Gastgeber das Wort übergeben. Diesmal kommt Ulrich Sewer, er ist Co-Präsident von ITS-CH und Vizedirektor Bundesamt für Raumentwicklung ARE. Herzlichen Dank schon mal für das Schlussfazit. Bitte. Ich möchte die Frage stellen, was nehmen Sie von heute konkret mit? Wo setzen Sie Akzente? Genau, das ist eine schwierige Frage. Wir haben heute sehr viel gehört. Wenn ich jeweils an solchen Tagungen bin, kommt mir manchmal das Zitat aus dem Faust von Goethe in den Sinn. Ich höre die Botschaft wohl, allein mir fehlt der Glaube. Hier habe ich jetzt eigentlich das Gefühl, dass ich sehr viel gehört habe und auch eine gewisse Einigkeit gespürt habe, dass wir in eine richtige Richtung unterwegs sind. Und es gibt auf der einen Seite, wir haben es von Österreich gehört, ich denke, das gilt auch für die Schweiz, ein Staat auf Anhieb, der in die richtige Richtung gehen will. Die Vision, die Strategie in Richtung Netto Null ist da. Also wir wissen, wohin wir wollen. Wir versuchen das auch runterzubrechen auf einzelne Themenbereiche, vielleicht auf unterschiedliche Art. Wir haben dann, wurde auch erwähnt, eben diesen Bottom-up-Ansatz, ein ganzes Universum von Ideen, von Ansätzen, von konkreten Projekten, aber auch von Innovationen in der Privatwirtschaft. Und für mich ist das die große Herausforderung, wie bringen wir das zusammen? Oder wie bringen wir das zusammen zu einem neuen, funktionierenden Ganzen, das eben die Bedürfnisse deckt und eben auch, und das scheint mir ganz wichtig, eben dieses Ziel der Netto-Null-Mobilität erreicht. Und hier ist mir auch noch ein Gedanke wichtig. Ich glaube, wir sind hier in einem, auch etwas in einer Bubble, oder? Wir sind in dieser Mobilitätstechnologieblase und in vielen Punkten einig. Und es scheint mir wichtig, dass wir das auch darüber hinaustragen, dass das auch erkannt wird. Und da war auch heute die Frage der Intelligenz ein Thema. Ich denke, das darf keine Rolle spielen. Ich denke, wir müssen für alle Menschen und für alle Beteiligten gleichermaßen planen. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und in diesem Zusammenhang eben dann auch eben eine zukunftsfähige Mobilität zu gestalten. Und das Zweite eben, wenn man von Bubble denkt, wir sind in einem Umfeld, das sich sehr stark verändert. Und in den letzten Jahren haben eben eigentlich externe Einflüsse die Mobilität stärker verändert, als dass Mobilität sich selber verändert hat. Also wir hätten nie gedacht, dass, um das wieder mal zu zitieren, eben die Einflüsse der Pandemie so tiefgreifend sein können, wie sie waren und sich dann auch das System relativ schnell wieder einpennt. Also solche Veränderungen dürfen nicht vergessen, auch der Krieg in der Ukraine mit dem Thema Energie, das uns eben an Ansatzpunkte gezeigt hat, an die wir vorher nicht gedacht haben oder Möglichkeiten aufgezeigt haben, die wir nicht gedacht haben. Von dem her eben ganz wichtig, auch das Umfeld zu beachten. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Auch unsere Wirtschaft und Gesellschaft als resilientes System, das solche Schocks abfedern kann, das ist auch heute sehr schön angesprochen worden, wenn auch nur kurz. Gibt es Themen, die Ihnen gefehlt haben, die Sie ergänzen möchten? Ja, es ist immer, man muss immer eine Auswahl treffen, wenn eine solche Veranstaltung organisiert. Ich finde die Querbezüge eben zu weiteren Themen, die zum Teil angesprochen worden sind, die aber dann nicht ausgeführt worden sind, beispielsweise eben jetzt, wenn ich von meinem Heimathafen aus denke, von der Raumentwicklung. Ich denke, es wurde mehrfach gesagt, eben wir planen, leben, bauen nicht auf der grünen Wiese, wir sind eben in einer Struktur unterwegs und da habe ich doch den Eindruck, dass wir hier auch eben ein Instrument in der Hand haben, das wirksam sein kann, wenn man eben differenziert zwischen den einzelnen Räumen und da eben auch gezielt beispielsweise die Siedlungsentwicklung auch innen entwickelt, haben wir eben ein großes Potenzial. Auch das Thema der Preise der Wirtschaft, das wurde heute auch nur am Rand angetönt. Ich denke, das sind auch Themen, die ganz wichtig sind. Aber ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt auch an das Referat vom CEO von Ericsson zurückdenke, wo er gesagt hat, Europa sei da irgendwo im Rückstand, dass wir wenigstens hier im Dachraum oder im österreichisch-schweizischen Raum genug innovative Ideen haben, dass ich mir eigentlich für die Zukunft nicht so viele Sorgen mache. Er hat uns ein bisschen als Heidi-Lamp bezeichnet. Genau, das kann ja vielleicht auch schön sein ab und zu.
Jetzt haben wir nicht nur Akteure auf dem Panel und mit den Referierenden, sondern unser ganzes Publikum ist aktiv. Mit welchem Call to Action möchten Sie das Publikum nach dieser Tagung zurück nach Hause oder zuerst mal zum Apéro entlassen? Ja, also sicher eben nehmt diese Ideen mit, oder die da sind. Oder diese sind ja nicht nur Ideen, sind wirklich konkrete Lösungsansätze, Lösungen, Vorschläge und vernetzt euch, tragt die weiter und sorgt dafür jetzt dort, wo ihr eben gerade aktiv seid, dass die zum Durchbruch kommen, dass die besten Ideen zum Durchbruch kommen und dass eben jeder an seinen Posten, sei das irgendwo in einer innovativen Unternehmung, sei das beim Staat, dazu beiträgt, dass wir dieses Netzwerk gemeinsam voranbringen. Also nicht der eigene Bereich im Fokus, sondern diese Offenheit. Herzlichen Dank. Ich übergebe Ihnen dann für die offizielle Verabschiedung das Wort. Ich möchte trotzdem mich bedanken. Zuerst mal bei Ihnen, dass Sie so tatkräftig mitdiskutiert haben, kamen wirklich hervorragende, kritische, konstruktive Fragen. Dankeschön. Dann bei den Menschen, die unsichtbar sind manchmal, Übersetzerinnen, Übersetzer. Ich bin immer zutiefst beeindruckt, wie es Ihnen gelingt, so etwas live zu übersetzen. Ganz herzlichen Dank. Technik natürlich und auch das Team vom ASUD. Ich habe ja einen Tag die Bühne, aber dieses Team macht wirklich 364 Tage nichts anderes. Das sind meine Dankensworte und jetzt übergebe ich Ihnen gerne für die offiziellen Schlussworte. Ja, eben ich spreche ja im Namen eben von ITS-TEA, vom TCS, vom Astra auch und von ASUD, die gemeinsam diese Tagung organisiert haben. Ich möchte sicher herzlich danken auch den Hauptsponsoren jetzt dieser Veranstaltung. Das sind Ericsson, Swisscom und InnoSwiss und viele weitere, die Sie hier auf der Tafel sehen, die eben das möglich gemacht haben, hier diesen Tag durchzuführen. Ihnen als kritisches Publikum, das sich sehr aktiv beteiligt hat, einfach etwas stumm, aber Sie haben das gut übersetzt über die App. Und zum Schluss möchte ich vor allem auch Ihnen, Frau Josef, herzlich danken für die wirklich wieder sehr qualifizierte, sehr inspirierende Moderation dieser Veranstaltung und natürlich auch allen Referenten und Referentinnen, die hier teilgenommen haben. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und wie gesagt, es gibt jetzt draußen noch Apéro, ob Sie gerade 3 Glas Wein trinken möchten, das überlasse ich Ihnen. Dankeschön.